Ich bin sehr froh, dass wir diese Beratungen jetzt sehr regelmäßig, etwa immer alle 14 Tage, durchführen. Sie helfen uns, gemeinsam vorzugehen. Sie helfen uns, Beschlüsse im Sinne einer gemeinsamen Strategie zu fassen. Aber natürlich sind wir ein föderales Land. Das heißt, es gibt regionale Abweichungen. Und das wird auch angesichts regionaler Unterschiede in einem Land wie Deutschland immer so sein. Heute standen im Zentrum noch einmal das Bekenntnis, dass wir Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht werden zulassen können. Das wird etwas spezifiziert: größere Sportveranstaltungen, Volksfeste mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen- und Wein- und Schützenfeste und Kirmesveranstaltungen. Und diese werden also auch noch für längere Zeit untersagt bleiben müssen. Ich möchte mich bei den Kirchen- und Religionsgemeinschaften bedanken, die ein hervorragendes Konzept vorgelegt haben. Hier liegt die Verantwortung bei den Ländern, aber es wird unter den Maßregeln, die dort ausgearbeitet wurden, gemeinsam ausgearbeitet wurden, mit den Kirchen- und Religionsgemeinschaften wieder Gottesdienste geben können. Wir haben uns entschlossen, mit Auflagen auch Spielplätze wieder öffnen zu können. Das werden die Länder auch im Einzelnen dann entscheiden. Und unter Auflagen auch die Kultureinrichtungen wie Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten oder zoologische und botanische Gärten. Wir werden am 6.5. dann die Konzepte der Kultusminister, Jugendminister und Sportminister auswerten und sehr klare Entscheidungen fällen, in welcher Folge und in welcher Art und Weise Schule, Kita wieder möglich sind und auch unter gegebenen Bedingungen natürlich bestimmte sportliche Betätigungen. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir natürlich auch anderen Branchen Perspektiven geben sollten. Und deshalb werden die zuständigen Fachministerkonferenzen beauftragt, bis zu der Konferenz, die auf den 6. Mai folgt, da haben wir das Datum noch nicht genau festgelegt, dann auch Perspektiven und Rahmenbedingungen für die schrittweise Öffnung von Gastronomie und Tourismusangeboten und für die weiteren Kultureinrichtungen vorzubereiten. Immer vorausgesetzt natürlich, dass das Infektionsgeschehen das zulässt. Wir haben heute die Arbeitslosenzahlen gehört und die Zahl der Menschen, die in Kurzarbeit sind. Wir wissen, dass es tiefgehende wirtschaftliche Auswirkungen gibt, die wir versuchen abzufedern. Trotzdem natürlich sind sie mit großen, großen Härten für Beschäftigte, für Inhaber von Unternehmen, für Selbstständige und viele andere verbunden. Und deshalb haben wir diese Dinge im Blick. Aber ich bin der festen Überzeugung, auch die Interessen der Wirtschaft, auch die Interessen der sozialen Kontakte verfolgen wir dann am besten, wenn wir einen Blick darauf werfen, dass wir Schritte vorangehen können bei dem Zulassen von mehr Kontakten, aber nicht wieder zurückgehen müssen. Und deshalb bleibt Vorsicht das Gebot und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch.